Jetzt haben wir Lozic und Moredana. Was? Was? Lozic? Nein, Mozic. Hast du Lozic gerade gesagt? Nein, Mozic und Loredana. Oh, Mozic, Loredana. Oh, Digga. Oder Jumper. Jumper mit Jump. Jump. Der ist jetzt auch gerade präsent, ne? Ja, schon. Irgendwie. Ein bisschen länger. Ja, ist da, ist geh da. Rein. Oh, klingt schon wie nach vorne. Oh, hey, klingt schon. Noch mal. Ja, okay. Jemand, du wissen, mal, du hast diese auf Instagram gesehen. Entspann dich. Hab ich nicht, ehrlich. Ich wollte ihn nicht. Und ich hab nichts gesehen, ehrlich. Oh, Digga, kann euch alle nicht mehr sehen. Ey, deren letzten Song, leider habe ich nicht drauf reagiert. Der letzte Song, der war nicht mein Ding so. Wie ist der nochmal? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Sag mal kurz, Jan, ganz schnell in den Chat. Oder chill doch mal. Rosenkrieg. Rosenkrieg, das war zum Beispiel gar nicht mein Ding. Rosenkrieg fand ich richtig krass. Wee. Als ich das gehört habe, ich habe den ja nicht gehört. Gut, dass du nicht dabei warst. Danach habe ich euch so, wow, ich glaub, der Alter. Ich habe jetzt geweint und so. Aber weiter rein. Gemacht. Krank. Na, Digga, gib mir alle aus dem Weg. Kalkani, ein bisschen, ne? Enthält bezahlte Werbung, hat man gesehen. Original, ihr seid alle fett. Die ist doch mit denen Kooperation. Ey, oh, Digga, kann euch alle nicht mehr sehen. Ey, no, Digga, gib mir alle aus dem Weg. Ja, das okay. Hört sich schon besser an als der letzte Song, Digga. Das ist schon. Finde ich nicht, aber wir hören weiter. Cheese. Ey, original, ihr seid alle fake. Und da zieh ich auf eure Nase, war das sicher kein Versehen, bitch. Aber da, ey, dass sie auseinander waren und jetzt wieder sind, das ist schon. Also, ist anders, ne? Also, ich finde, das ist richtig geil, dass die Leute denken, das ist gespielt und so. Ich denke nicht, Digga. Denke ich auch nicht. Das sind die man Gefühle, kann auch, wenn man irgendwann getrennt ist, wieder zusammenfinden, Digga. So. Das ist schon krass, Alter. Und jetzt noch wieder zusammen Musik machen, die werden richtig direkt ein Album, sehen, Digga. Man muss auch das Geld und die Klicks und so mitnehmen. Also. Wichtig. Mach Cash mit Akzent. Nur Musik. Platz ein in den Trend. Nur Musik. Fremdes Land, viele Fans. Okay. Also der Flex. Platz 1 in den Trends ist nicht nur Musik, ne? Aber auf jeden Fall auch Musik. Stapfe die Scheine im Band. Mit Lori wollt Beef. Ich nehm Beefsteak. Sag doch sie gerade im Telefon, das ist Kilek. Digga, der Bruder ist auf albanischem Deutsch auf Flex. Ich sag ehrlich, ich weiß nicht, der Song bis jetzt. Okay, wir haben doch mal bis jetzt. Immer. Rosenkrieg war richtig krass. Schwere, mich hat der Song gar nicht gecatcht. Egal, wir haben. Du hast mit dir gut durch den Boot und ich komm hier. Tata, wenn du gut wollen, ich erst an ihm was tun hier. Man muss echt, also ich finde Musik ist ja in Deutsch, aber stabil. Ja, ist süß. Ist echt süß. Bad Boy, Bad Girl, Big Booty. Mehr Cash als ein Arzt, Huni Huni. Als ein was? Als ein Arzt, Huni Huni. Ah, okay. Mein Leben jeden Tag wie ein Movie. Du bist und du bleibst nur ein Hund. Goofy. Warum sagst du dir, du bist ein Hund und so, oh, ja? Krasse Line, Digga. Digga, ich wird einfach beleidigt vom Mozart, Digga. Perfekt. Oh, Digga, kann ich mich alle. Hat die gerade gebellt? Du bist und du bleibst nur ein Hund. Goofy. Geil. Na, no, Digga, gib mir alle aus dem. 6 PM, ja, keine. Savi. Original, ihr seid alle fake. Und dann zieh ich auf eure Nase, war das sicher kein Versehen, ey. Der, ich finde den Song auf jeden Fall Schrott, aber Rosenkrieg war krass. Cheater. Kann ich jetzt schon sagen, für mich ist der Song auf jeden Fall Cheater, Schrott. Mann. Ich will den niemals, wenn ich bei jemandem in ein Auto reinsteige, ja, und diesen Song höre, okay, ich hau den glaube. Verstanden, ja, Mini. Ich glaube, ich muss ihn hauen. War das sicher kein Versehen, ey. Mic check, mic check. Gib mir eine Minute und ich sicher mein Check. Ey. So, kommt gut rein. Eine Minute und die Dinger. Ohne reden. Loredana kommt Lowy, richtig Lowy, stark Lowy rein. Ich hol mir eine Rollie. Aber die Hook finde ich Schrott. Aber Loredana kam richtig gut rein jetzt. Wir sind gespannt auf ihr Part. Bitches wollen mich suchen, aber ich bin weit weg. Du kriegst ein Stück vom Kuchen, Dicker, nicht mal mein Rest. Also Loredana ist echt heiß dieses da Jahr. Da wird auf jeden Fall geschossen, Dicker. Seitdem sie wieder Musik ist, die kommt hart, Alter. Wow. Du kleiner Nutten, so neid, deine Fresse sei nicht frech. Sie spucken große Töne, wenn sie denken, ich bin weg. Ich glaube, da meinte. Es gab schon ein paar Sticheleien so, ne? Von wem? Shirin hat auch schon ein bisschen so Richtung Loredana gestochen, aber da war die jetzt nicht so. Ja, aber Shirin macht nicht mit Name-Dropping. Pussy-Scheiße, Junge, was ist das denn? Die waren alle nicht. Loredana würde aber. Warum macht die denn nicht? Ja, weil Shirin hat noch nicht, weißt du, das geht. Die weiß, die meint sie, aber das ist unterdings. Du hast übertrieben. Ist ehrlich. So. Wenn du sogar sagst, Shirin meint die. Denkst du, die hat das nicht selber gecheckt? Natürlich hat die gecheckt. Verstehst du? Ich komm um die Ecke und hab Musik in the back. Ja, so ist das. Sie kommen und die Ecke ist ihr Rücken wichtig. Mäßig. Bist du Stress? Viele Schlangen um meinen Kopf wie Medusa. Okay, patzt doch wieder. Mach doch Bude. Aus dem Weg, wenn ich da bin, was willst du da? Du fucking Loser. Du fucking Loser. Digga, du wirst echt oft in den Song erwähnt irgendwie.
original, ihr seid alle fake. Und dann zieh ich auf eure Nase, war das sicher kein Versehen. Ey, oh, Digga. Der Video ist auch cool, muss man sagen, ja? Video ist cool. Ist schon cool, Digga, hat was auf jeden Fall. Ey, ihr seid alle fake. Und dann zieh ich auf eure Nase, war das sicher kein Versehen. Bitch. Wie schätzt es? Was sagt der Jungs? Von 1 bis 10, wie ist der Song für euch? Ich sage eine 7, Digga. Ich sage eine 7. Ich sag eine 7. Ich muss ehrlich, den Song mir nochmal ohne Stoppen die ganze Zeit anhören, Digga, ne? Aber ich fand, war schon sympathisch, ja. Für mich war der eher unsympathisch. Wow, ihr habt den Song auseinander. Guck mal, weißt du, wie die. Okay, hier sind die Meinungen jetzt so negativ, aber auf YouTube werden die voll positiv sein, so. Gegenüber Loredana. Aber das Ding ist auch, die Leute, die Loredana feiern, die suchen da auch diesen Song, ne? Klar. Und dann kommen die auf uns und das guckt ja nicht nur unsere Community. Jetzt zum Beispiel ist halt nur unsere Community da, die sagen 3, 4, 2, 1, Digga, ihr habt sie auseinandergenommen. Also ich sag ehrlich, YouTube-Leute werden sagen, ihr habt keine Ahnung, der Song ist krass. Immer so, Digga. Für mich war der Song halt wirklich. Ehrlich? Ich sag 7. Ich sehr sag schön 7. zu bewerten. 6, 7, so. Ich würde den gerne einmal nochmal durchhören. Aber Loredana kam mir in ihr Part, kam die sehr krass rein. Und die letzte Hook hat mich ein bisschen gecatcht. Ich sag, ja, aber sonst, jetzt so würde ich, wenn ich jetzt so sagen würde, 4, 3.